Was geht ab, meine lieben Freunde? Yu-Gi-Oh! TV hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Market Watch. Das hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber ja, in der letzten Zeit ist auf dem Markt recht viel passiert. Wir haben einige neue Sets bekommen, dazu kam auch noch die Banlist und so führte es eben zu diversen Änderungen auf dem Markt. Bevor wir aber mit dem Market Watch beginnen, wollte ich noch einmal ganz kurz auf eine Frage aus meinem letzten Video eingehen. Und zwar auf die Frage von Alex Luft und er hat gefragt, ob eben diese drei Götterkarten, die Chase-Karten aus King's Court, denn auch tatsächlich Millenniums Rare sind. Und daraufhin habe ich eben ein wenig nachrecherchiert und es ist tatsächlich so, dass die Karten jetzt bei uns nicht Millenniums Rare heißen, sondern eben Ultra Rare Pharaoh Rare. Das heißt, wir haben hier quasi eine ganz neue Rarity für TCG bekommen. Das hat auch einiges aufgeklärt, denn die Karten sehen nicht unbedingt genauso aus wie die Millenniums Rare Karten aus dem OCG, wie wir sie eben kennen. Ich konnte aus meinem Case so eine Karte ziehen. Wenn ich mich nicht täusche, ist es auch so, dass man eben eine von diesen drei Götterkarten garantiert aus einem Case bekommt. Und so kann ich euch eben zeigen, wie diese neue Rarity, noch einmal, die Rarity heißt Ultra Rare Pharaoh Rare, wie sie dann eben aussieht. So sieht das Ganze eben aus und ich würde mal sagen, an der Stelle, lasst uns dann mit dem tatsächlichen Market Watch beginnen. Die erste Karte, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden, ist der Blitzsturm. Die Karte hatte erst letzte Woche ihren Replay bei King's Court bekommen und hat für mich persönlich für eine große Überraschung gesorgt, denn es ist tatsächlich so, dass wir hier bei Blitzsturm eben die teuerste reguläre Karte aus dem Set haben. Mit regulär meine ich eben, dass wir Karten wie Collector's Rare oder eben diese Ultra Rare Pharaoh's Rare eben hier ausblenden und nicht betrachten. Zu meiner Überraschung war die Karte sogar auch mehr wert wie der Utopic Future Dragon, was ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann, denn der Utopic Future Dragon wurde ja schon sehr lange gehypt, man hat sehr lange im TCG auf ihn gewartet, nun ist er da und ist es dann nicht mal die Chase-Karte aus dem Set und geht gerade mal 25 Euro. Das einzige, womit ich mir das erklären kann, ist, man eben von Lightning Storm meistens drei Kopien benötigt und bei dem Utopic Future Dragon reicht eben nur eine. Dazu kommt es noch, dass wir meines Wissens nach keine Shortprints in dem Set haben, das heißt, man zieht eben jede Karte gleich viel und so ist es eben dann klar, wenn man die andere Karte immer dreimal braucht, den Utopic Future Dragon nur einmal, so ist der Preis natürlich dann etwas anders. Bevor wir jetzt aber gleich auf die Preise eingehen, kleiner Hinweis von mir, und zwar nutze ich einen Filter, der mir eben bloß Verkäufer aus Deutschland anzeigt und eben auch nur deutsche Karten. So kann es eben sein, wenn ihr einen anderen Filter drin habt, ihr etwas andere Preise angezeigt bekommt. Ja, zu diesem Zeitpunkt ist eben der Lightning Storm die Chase-Karte aus dem Set und kostet ungefähr 29 Euro pro Kopie. Was mich aber auch sehr stark verwundert hat, ist, dass dieser Reprint absolut keine Auswirkung auf den OG-Print der Karte hatte. Die Secret Rare aus Ignition Assault geht immer noch 59 Euro und das ist eben genau dasselbe Betrag, wie sie vor diesem Reprint ging. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Karte eventuell nochmal einen weiteren Print in den Megatins 2020 bekommen könnte. Die Megatins kommen im September raus und da kann es sein, dass die vielleicht auch in Prismatic Secret Rare kommt. Das heißt, wer die Karte nicht unbedingt sofort braucht, könnte vielleicht nochmal die Tins abwarten und sich dann eventuell die Karte etwas günstiger holen. Die nächste Karte, die wir uns gemeinsam anschauen werden, ist der geflügelte Drache des Ska und zwar die Secret Rare Version aus den Speed Duel Battle City Box. Die Karte geht mittlerweile rund 5 Euro. Für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ich meine, die Box ist jetzt knapp ein halbes Jahr alt. Man hat damals für die Box 20 Euro gezahlt. Es waren über 200 Karten drin. Und der geflügelte Drache des Gabe eben eine garantierte Karte aus der Box. Die Karte geht jetzt 5 Euro. Das heißt, das ist schon mal ein Viertel der Box, den man garantiert wieder zurückbekommt. Klar, das Ganze hat jetzt mit dem Hype zu tun, den man jetzt eben rund um diese Götterkarten ja kreiert hat. Es gab hier jetzt eben diesen Obelisk Structure Deck, es gab den Slifer Structure Deck und es gab mit Sicherheit den einen oder anderen, der eben sicher nochmal sein Ra-Deck etwas vervollständigen konnte. Den ganzen Ra-Support haben wir ja damals in Legendary Duelist Rage of Ra bekommen. Keine Frage, mit Secret Rare haben wir mit einer der schönsten Versionen der Karte. Ich persönlich mag auch gerne eben diesen Speed Duel Tag auf den Karten. Nichtsdestotrotz ist der Preis für mich nicht nachvollziehbar, denn wie gesagt, das Ganze war ein garantierter Pool und man kriegt eben auch heute noch diese geschlossenen Boxen für rund 25 Euro. Und wenn wir schon am Ra-Support dran sind, so gibt es da nochmal zwei weitere Karten, die jetzt mit diesem ganzen Hype nochmal einen Preisanstieg erlebt haben. Und zwar haben wir da zum einen den Wächterschleim. Die Karte haben wir in Legendary Duelist Rage of Ra bekommen. Es ist auch bis jetzt der einzige Print der Karte. Lange Zeit war sie eben bei rund 40, 50 Cent. Jetzt mit dem ganzen Hype ist der Preis jetzt angestiegen auf rund 3 Euro. Zumindest wenn man da jetzt irgendwie ein Playset haben will, so sollte man rund 3 Euro zahlen müssen. Hier muss man aber sagen, dass ich den Preis hier immer noch zu niedrig finde. Wer die Karte sich jetzt also noch holen will, der kann das Ganze ohne größere Bedenken tun. Klar ärgert das dann ein, dass man die Karte jetzt nicht für 40 Cent bekommen hat, aber ich denke auch bei 3 Euro macht man da nicht viel falsch.
Denn man darf auch nicht vergessen, im Gegensatz zu dem geflügelten Drachen des Ra, war die Karte jetzt eben kein garantierter Pull, sondern da musste man schon Glück haben. Dazu kommt auch noch, dass das Seal Product hier eben 60 Euro für Unlimited geht und über 90 Euro für First Edition. Das Ganze haben wir eben diesem Ghost Rare Ra zu verdanken, der sich ebenfalls in diesem Set befindet. Der sorgt eben dafür, dass die Preise für Seal Product doch relativ stark in die Höhe gehen. Die nächste Karte, die wir hier haben, ist der ägyptische Götterschleim. Auch sie hat in diesem ganzen Götterhype ihren Preisanstieg erlebt. Nun muss man statt 18 Euro wie gewohnt mittlerweile rund 38 Euro für eine Kopie der Karte haben. Und somit haben wir auch die Chase-Karte aus dem Set. Natürlich, wenn man diesen Ghost Rare geflügelten Drachen des Ra ausblendet. Mich wundert das Ganze nicht, denn wir zahlen hier wie gesagt 60 Euro für eine Unlimited Box, rund 90 Euro für eine First Edition. Und ja, wenn man da eine Chase-Karte für 38 Euro hat, dann würde ich mal sagen, ist das Ganze immer noch nicht gut. Klar ist das Ganze wieder diesem Ghost Rare verschuldet, für den man eben rund 300 Euro aufwärts bekommen würde. Wer die Karte unbedingt braucht, muss meiner Meinung nach in den sauren Apfel beißen und eben diese 38 Euro bezahlen. Denn ich denke, so schnell werden wir einen Reprint der Karten nicht bekommen. Ich vermute, der Reprint kommt erst mit Legendary Duelist Season 4 und derzeit haben wir noch nicht mal Legendary Duelist Season 3 announced. Das heißt, es kann nochmal gut 1,5 Jahre dauern, bis da eben was passiert. Nun aber genug von dem Götter-Support, ich würde mal sagen, lasst uns nun nochmal gemeinsam die Auswirkungen der Banliste anschauen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir uns jetzt alle Sky-Striker-Karten anschauen werden, denn damit könnte man nochmal einen eigenen Market-Watch füllen. Es ist klar, dass mit der Tatsache, dass Engage jetzt wieder auf 1 ist, die meisten Sky-Striker-Karten gestiegen sind, daher werde ich jetzt die in dem Fall jetzt erstmal ausblenden. Die Karte, auf die ich eingehen will, ist Ignister Island. Ihren Print hat sie in Ignition Assault letztes Jahr im Januar bekommen, es ist auch bislang der einzige Print der Karte. Es ist die Fieldspark für das Deckthema und derzeit muss man für sie rund 20 Euro zahlen. Das Deck ist definitiv stark, mit dem Support aus Lightning Overdrive und mit den Hits auf der Banlist ist das Deck deutlich in der Tierleiter geklettert und somit ist es in meinen Augen ein ernstzunehmender Gegner. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass die Karte längst für ein Reprint fällig ist. Es ist ja auch confirmed, dass eben Ignition Assault in den Megatins 2020 reprintet wird. Die Megatins kommen, wie vorhin schon erwähnt, in September raus. Und somit, wenn ihr die Karte derzeit nicht benötigt, kann ich euch nur empfehlen, verkauft sie für diese 20 Euro, holt euch das Geld und wenn ihr sie dann eben doch wieder braucht, so könnt ihr sie mit Sicherheit nach den Megatins wesentlich günstiger bekommen. Eine weitere Karte, die demnächst einen Reprint bekommen kann, ist die Virtualwelt Lulu, denn auch Phantom Rage ist ein Set, welches confirmed in den 2020 Megatins reprintet wird. Das Deck ist in meinen Augen noch nicht wirklich stark, daher kann ich mir diesen extremen Preisanstieg nicht erklären. Die Karte war ja jetzt sehr lange Zeit bei rund 14 Euro, selbst auch zu dem Zeitpunkt, als das Deck auch noch wirklich im Meta war, daher kann ich mir jetzt diesen Anstieg auf rund 23 Euro wirklich nicht erklären. Wie gesagt, wer die Karte jetzt nicht braucht, kann sie in meinen Augen ruhig verkaufen, denn es besteht auch nochmal die Möglichkeit, dass sie eben als Prismatic Secret Rare reprintet wird und so wird man die Karte auch mit Sicherheit günstiger bekommen und dann auch noch in einer besseren Rarity. Und die nächste Karte, bei der man besonders aufpassen muss, ist die Sky Striker Ace Rose. Das Ganze hat natürlich mit diesem Sky Striker Hype zu tun und dass die Engage eben wieder auf 1 ist. Jeder will das Deck auf einmal spielen, aber hier muss man ganz klar sagen, auch diese Karte ist definitiv fällig für ein Reprint und hier kann man sich eigentlich fast sicher sein, dass wir hier eben einen Prismatic Secret Rare Print bekommen, denn so gut wie alle Karten haben eben diesen Print bekommen und so wird es auch nur Sinn machen, dass die Rarity eben mit den anderen Sky Striker Karten zusammenpasst. Die Karte hat sich mittlerweile leicht abgekühlt, wir zahlen derzeit rund 28 Euro für eine Kopie, was in meinen Augen immer noch extrem viel ist, aber wenn man bedenkt, noch vor ein paar Wochen war die Karte bei 35 Euro aufwärts. Wie gesagt, hier kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass wir im September eben einen Prismatic Secret Rare Print der Karte bekommen und Sky Striker ist jetzt nicht dieser Tier 1 Deck, was es mal war, das heißt, ich würde da jetzt nicht unbedingt losrennen und mir die Karten für den Preis kaufen, ich würde da lieber noch einmal 2 Monate abwarten, ich denke, das kann man sich nochmal leisten und die Karten dann vielleicht für 1-2 Euro eben kaufen, wenn sie reprintet wird. Eine weitere Sky Striker Karte, die ich da persönlich sehr viel interessanter finde, ist die Sky Striker Ace Sieg. Die Karte war eine sehr lange Zeit bei 30-40 Cent, mittlerweile zahlt man 2,50 Euro. Ja, der niedrige Preispunkt war für mich komplett nachvollziehbar. Die Karte kam eben nach der Banliste raus. Die Karte kam raus, als Engage auf 0 war, das heißt Sky Striker war zu dem Moment unspielbar. Und so hat es mich nicht gewundert, dass sich keiner für die Karte gekümmert hat. Nun aber ist Engage wieder auf 1, jeder will Sky Striker mal ausprobieren und so hat sich jeder mal Sieg gekauft und so ist natürlich dieser Preisanstieg, ja, gerechtfertigt. Ich denke aber 2,50 Euro ist da immer noch recht günstig, die Karte kam aus Dual Overload, Sealed Box kostet derzeit 25 Euro, wir haben da einen riesigen Kartenpool, das heißt es ist nicht garantiert, dass man Sieg sehen wird. Und so denke ich mal, kann man da ruhig 2,50 Euro kaufen, wenn man die Karte unbedingt haben will. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wo wir den Reprint der Karte bekommen, eventuell in dem Maximum Gold Set dieses Jahr, das Ganze wird aber nicht vor November passieren. Wer also die Karte unbedingt haben will,
der kann da ruhig die 2,50 Euro zahlen und sich die Karte holen. Eine weitere Karte, von der man sich meiner Meinung nach relativ schnell trennen sollte, ist die IP Mask Arena. Die Karte geht derzeit sowohl für den OG Print aus Chaos Impact, also für diesen Ultra Rare Print, sowie auch für den Prismatic Secret Rare Print aus den 2020 Megatins rund 20 Euro. Und es ist aber auch confirmed, dass die Karte noch dieses Jahr einen Reprint bekommt. Einen Reprint mit einem alternativen Artwork und das Ganze werden wir eben in diesem Maximum Gold Set dieses Jahres bekommen. Das heißt, das Ganze sollte gegen November rauskommen und das wird mit Sicherheit dazu führen, dass der Preis der IP Mask Arena definitiv nach unten geht. Ich kann euch also nur empfehlen, lasst euch eine Kopie da, mit der ihr eben selber spielen könnt und wenn ihr nochmal Kopien übrig habt, dann verkauft sie so schnell es geht eben für diesen 20 Euro Price Tag. Ja, und die letzte Karte, die wir uns heute gemeinsam anschauen werden, ist eine Handtrap und zwar haben wir hier Joan Lockbird. Und das hat mich total überrascht, dass ich die Preise der Karte angeguckt habe, vor allem auch für die diversen Versionen der Karte. Die Karte hat ja schon etliche Reprints, aber egal was man für einen Print anguckt, jedes Mal zahlt man da 10 Euro. Egal ob man jetzt diesen Maximum Gold Print nimmt, den Ultra Rare Print aus dem Megapack Kaiba oder vielleicht auch mal den Common Print aus dem Structure Deck, den man garantiert bekommen hat. Ein Structure Deck, was man für 6 Euro kaufen konnte. Alle diese Versionen gehen immer für 10 Euro weg. Das Ganze hat natürlich mit der steigenden Popularität von Drydon zu tun. Drydon wurde ja auf der Banlist absolut nicht gehittet. Dazu kommt auch noch, dass das Deck in Lightning Overdrop einen richtig starken Support mit Karten wie Diviner of the Herald und eben Mubeda Fafnir bekommen hat, sodass das Deck jetzt definitiv das Deck to beat ist in diesem Format. Und Drawn Lockbird ist eine extrem starke Handtrap gegen das Deck, die den Zug des Spielers so gut wie sofort beenden kann. Und wer da auch noch Highest Rarity spielen will, der muss extrem tief in die Tasche greifen, denn die Ulti-Version der Karte aus dem OTS Pack 8 geht mittlerweile 145 Euro. Das war's dann aber auch schon für heute. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.